Wusstest du, dass ein aufgeblähter Bauch ein wichtiges Indiz für die Hashimoto-Behandlung und Therapie sein kann? Hey, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Patrick von deinem Medomio-Team. In dem Interviewausschnitt aus dem SOS-Schilddrüse-Kongress mit Dr. Bernd Rieger und Anja Hecht sprechen beide außerdem über die Verdauung und welche Rolle Gluten, Casein und grundsätzlich die Ernährung und Essgewohnheiten bei Hashimoto spielen. Beide sprechen über die Hormontherapie, Vitalstoffe, sogar über Massage als Therapiemethode, welchen Einfluss die anderen Drüsen im Körper bei der Krankheit haben. Und zum Schluss hat Bernd noch eine neue Therapiemethode, die er mit uns teilt. Anja Hecht ist Bestseller-Autorin und internationaler Gesundheitscoach mit der Spezialisierung auf Schilddrüsenerkrankungen bei Frauen und Kindern. Dr. Bernd Rieger ist Internist und Arzt für Naturheilkunde mit Schwerpunkt auf Erkrankungen der Schilddrüse und anderen Hormondrüsen. 2005 gründete er das Zentrum für traditionelle europäische Medizin zur Weiterbildung von Heilpraktikern und Ärzten. Bekannt ist Dr. Rieger auch als erfolgreicher Autor vieler Gesundheitsratgeber wie die Schilddrüse Balance für Körper und Seele. Neue spannende Videos gibt es mehrmals pro Woche. Abonniere den Kanal, nur so verpasst du nichts. Viel Spaß! Das haben Sie, die Ursachen haben Sie ja sehr schön zusammengefasst. Und Sie haben auch gesagt, wenn der TSH zeigt manchmal nicht oder es wird nicht der richtige Wert angezeigt, weil die Hypophyse nicht gut funktioniert. Was mache ich denn jetzt aber als Betroffener, wenn ich beim Arzt sitze und der sagt, es ist alles gut? Ich weiß nicht, warum das ist. Ja, das ist ein Beginn einer Reise dann. Ja, manche geben sich damit zufrieden und das war so, aber wenn Sie jetzt irgendeine Freundin haben oder eine größere Familie haben oder so, kommen Sie bald darauf, dass Alternativen gesucht werden, weil man sagt, dir geht es so schlecht, das kann so nicht bleiben oder muss man näher hinsehen. Ne? Und dann ist es halt so, ich glaube, der erste Impuls ist zu sagen, ist kein Gluten mehr, weil man eben gesehen hat, dass oft Entzündungsreize aus dem Darm entstehen durch schlechte Besiedlung mit Bakterien und dass das bei Hashimoto eine hohe Bedeutung hat. Ne? Und ja, manche essen dann glutenarm und es geht ihnen besser. War viele aber nicht. Bei denen muss man halt dann weiter sich überlegen, woran liegt es. Ne? Man kann mit Ernährung sicher sehr viel machen. Aber meine erste Frage ist natürlich prinzipiell mal, wie verdauen Sie? Ne? Also haben Sie einen Bauch, der immer dicker wird, wenn Sie was gegessen haben? So als ob Sie schwanger wären? Dann ist da ein Problem. Da ist ein Verdauungsproblem da. Dieses Verdauungsproblem kann durch Kleber zum Beispiel hervorgerufen werden, ne? Klebereiweiße. Wo das Gluten 1 wäre, aber da kann man das Casein auf jeden Fall dazu nehmen. Da kann man verschiedene andere Lektine zum Beispiel, ne, in verschiedenen Gemüsearten. Und kann schauen, ob es daran liegt. Ich denke, dass der Zucker fast noch mehr Bedeutung hat. Also wenn Sie zuckerreich essen generell, dann siedeln sich ungünstige Bakterien an, die gasbildend sind. Oft auch Pilze, die bilden auch Gas. Und das erklärt dann, warum der Bauch so dick wird, kurz nach der Nahrungsaufnahme. Und da muss man eben so essen, dass der Bauch nicht dick wird davon. Also ich habe als eine der Dinge, die ich dauernd anschaue, wenn jemand von mir beraten wird, ist, müssen Sie sich praktisch seitlich hinstellen und den Bauch entspannt lassen. Und dann sehen Sie sehr schön, ob im Oberbauch oder im Unterbauch da eine Kugel entstanden ist oder ob das einfach dick geworden ist. Im Verhältnis dazu, wie viel Gewicht ein Mensch generell hat. Aber was Sie bei Hashimoto ganz oft haben, ist, dass das ganz schlanke Menschen sind oder bauchdick ist. Also viel zu dick für das, wie eben das Körpergewicht aussieht. Und da sieht man dann, also wenn es der Oberbauch ist, dann ist es eher ein Dickdarmproblem und wenn es ein Unterbauch ist, dann ist es ein Dünndarmproblem. Und dann kann man zum Beispiel die Ernährung so gestalten, dass eher gute Keime ernährt werden. Und man kann auch möglichst breit hilfreiche Keime verabreichen. Also es ist ein richtiger Zweig der Therapie dann, dass man sagt, ich versuche dieses Problem zu lösen, sodass der Bauch nicht mehr dick wird, wenn ich was gegessen habe. Man kann das ja auf verschiedenen Wegen auch noch beeinflussen, zum Beispiel Intervallfasten. Ne? Wenn ich dem Bauch, also dem Darm, keine Ruhe gebe dann und er nie richtig zu Ende verdaut, dann siedeln sich auch eher Schädlingskeime an. Aber wenn ich da so Impulse setze, dass ich sage, was weiß ich, ich esse jeden Tag nur 8 Stunden und sonst esse ich nichts. Oder 10 Stunden. Manchmal, man kann mit 12 Stunden anfangen auch, ne, wenn Sie das gut durchhalten können. Dann ist das Intervallfasten auch eine der Möglichkeiten, es zu beeinflussen. Und was jetzt eine wichtige Sache ist, ist, wenn ich ungünstige Bakterien habe,
dann bilde ich selber viel zu wenig Vitalstoffe, die ich brauche fürs Immunsystem, auch für das Hormonsystem. Und ich nehme auch viel weniger Vitalstoffe aus der Nahrung auf. Also da gibt es auch Bakterien, die hilfreich dabei sind. Und so gesehen kann ich über den Bauch sehr, sehr viel bei Hashimoto bewirken, weil ich brauche manchmal Vitalstoffe für das Funktionieren dieser Systeme. Und ich kann die Vitalstoffe auch geben, natürlich. Ich kann jetzt als Therapeut sagen, ich bin jetzt, was weiß ich, einer, der vor allem dann die Vitalstoffe gibt. Eisen und Vitamin D wären die wichtigsten. Und ich sehe dann Erfolge auch bei Hashimoto, wo man sich dann fragt, wie kann ich es gestalten, dass die Erfolge dauerhaft werden? Und dauerhaft werden sie, wenn sich die Bakterien angesiedelt haben, die da bei der Aufnahme und bei der Produktion dieser Vitalstoffe helfen. Also das ist grob gesagt, was kann ich bei Hashimoto machen? Ich habe jetzt ein paar Gebiete. Das erste Gebiet ist, ich kann Hormone geben, die schon biologisch aktiv sind. Das ist ein riesiges Gebiet, was jetzt abgedeckt wird mit Schilddrüsenextrakt oder Vollschilddrüse, dass man sagt, ich mache einen Hormonersatz nicht über L-Tyroxin. Da ist der größte Widerstand des Establishments. Die sagen, es gibt nur L-Tyroxin von verschiedenen Firmen, hat dann vielleicht einen anderen Namen, heißt dann Eutyrox oder so. Ist aber immer das Gleiche. Oder man sagt, ich gebe das T3 dazu, dann habe ich eben Tybron als Einzelprodukt oder ich habe Novotiral oder ich habe Protyrit. Also wieder synthetische Hormone, wo diese zwei Hormone ersetzt werden. Damit werde ich aber nie einen befriedigenden Hormonersatz haben. Das kann man so hart sagen. Das ist auch wissenschaftlich ganz gut untersucht, dass da Defizite bleiben. Und bei manchen sind die Defizite extrem. Und dann macht es einen Riesenunterschied, wenn ich plötzlich Schilddrüsenextrakt gebe. Muss man natürlich auch gut dosieren und das ist nicht immer die Lösung. Aber das ist jetzt der erste große Bereich. Der zweite ist der, was wir mit dem Bauch gesagt haben, ich brauche gute Bakterien, ich brauche die Vitalstoffe, die ich habe. Dann habe ich als dritten großen Bereich die Möglichkeit, mit Massagen oder anderen energetischen Anwendungen, Berührungen direkt an der Schilddrüse was zu bewirken. Das sagt einfach die Logik, wenn ich hier eine riesen Beule am Hals habe, wo alles Entzündungswasser drin ist, kann das sinnvoll sein, dieses Entzündungswasser wieder rauszukriegen aus der Schilddrüse, also den Lymphfluss anzuregen. Genauso, wenn ich eine Massage mache, die die Durchblutung verbessert und ich habe eine chronische, vernarbte Schilddrüse, dann werden da Reparaturprozesse dann eher eingeleitet. Also die Massage und so, das hat eine große Bedeutung. Und dann gibt es einen reizvollen vierten Bereich für mich, wo ich sage, wir sind jetzt eingebunden in, sagen wir mal, eine Situation, wo die Schilddrüse noch 7 andere Drüsen hat, die ihr zur Seite stehen können. Also eine häufige Situation, wo eine Hashimoto kommt, ist, wenn die Hauptstressdrüse, die Nebenniere, überlastet ist und die Schilddrüse versucht, es abzufangen mit mehr Leistung. Das macht generell oft einen Entzündungshals. Und da kann ich natürlich durch Stärkung der Nebenniere beispielsweise oft eine Hashimoto auch zur Beruhigung kriegen. Ich kann bei einer Frau, die in den Wechseljahren sehr abgestürzt ist, was die Produktion von Geschlechtshormonen betrifft, kann ich sehr gut was ergänzen. Und ich kann auch im Gehirn, also man kann das Gehirn zu diesen Hormondrüsenwert dazuzählen, weil 3 Hormondrüsen habe ich im Kopf. Und da geht es eben darum, wie weit kann ich mit Neurotransmittern arbeiten. Und eine noch sehr interessante Sache ist das Naltrexon. Ich weiß nicht, ob sich das in Ihren Kreisen schon rumgesprochen hat. Naltrexon ist ein Pharmazeutikum, was man in der, ist ein Opiatrezeptorenblocker, den man in der Suchttherapie verwendet hat in hohen Dosierungen. Also wenn Sie das geben, blockiert es das Euphoriegefühl ab. Sie nehmen also die Drogen, aber Sie spüren nichts. Und das hat sich sehr gut etabliert und wird auch viel angewandt. Und da ist man vor einigen Jahren draufgekommen, wenn ich eine ganz kleine Menge, also ein Hundertstel ungefähr, dieser Dosis, die da angewandt wird, verwende, dann kann ich eine Art Trainingseffekt im Hypothalamus auslösen, dass er mehr Endorphine bildet. Also dann wird der Opiatrezeptorenblocker sozusagen durch das ganz geringe Abblockieren der natürlichen Ausschüttung wird es zum Reiz, dass der Hypothalamus mehr Endorphine bildet, um diesen Widerstand zu brechen. Das heißt, ich muss ganz niedrig dosieren und über einen bestimmten Zeitraum, ein paar Monate, und da kann man viel erreichen bei Autoimmunkrankheiten. Also das hat man sehr gut beweisen können bei Multipler Sklerose, Morbus Crohn,
Colitis ulcerosa, Rheumatoid Arthritis. Also da gibt es Studien in fast allen Bereichen, nur nicht bei Hashimoto und Basedow. Und da habe ich dann vor Jahren schon begonnen mit dieser Therapie und das hilft vielen Menschen auch unheimlich. Also dass sie sagen, ich bin seelisch stabiler, ich werde durch Stress nicht zu stark beeinflusst, weil was man bei Hashimoto gut schon beweisen konnte, ist, wenn sie mehr Stress haben, kriegen sie eher einen Schub. Also das ist wissenschaftlich solide. Und wenn es mir also gelingt, durch verschiedene Techniken, da gibt es jetzt eine breite Palette des Angebots, Stress nicht so auf mich einwirken zu lassen. Also ich lasse mich nicht mehr so aufwühlen oder ich setze mich selbst nicht so unter Druck. Erlerne also eine gewisse Gelassenheit. Dann habe ich viel bessere Chancen, die Hashimoto zu überwinden. Und da kann ich eben medikamentös das versuchen zu erreichen. Das habe ich mit Naltrexon erreicht. Es gibt Beruhigungsmittel verschiedenster Art. Es gibt Übungen. Es gibt so Dinge wie neurolinguistisches Programmieren und Entspannungstechniken und so. Und die haben alle Wert, ne? Also wenn es gelingt, diesen inneren Druck rauszunehmen aus den Menschen, dann haben die viel schönere Verläufe. Also ich habe jetzt auch rausgehört, es ist ein ganz individueller Weg, richtig? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Die Krankheit ist schon sehr individuell. Also die sieht ja ganz anders aus bei einzelnen Menschen im Unterschied. Also dieses Vergleichen, was gerne gemacht wird, das führt oft nicht zum Ziel, weil sie wollen ja sehen, was macht die Krankheit mit mir, welche Art von Veränderung zum Beispiel. Ne? Das war's mit dem heutigen Video. Hoffentlich hat es dir genauso gut gefallen wie mir und konnte offene Fragen beantworten. Möchtest du mehr über uns und unsere Arbeit erfahren? In unserem Kanal findest du viele weitere spannende Videos. Vergiss also nicht, den Kanal zu abonnieren. Hinterlasse uns gern auch Kommentare und teile deine Erfahrungen mit der Schilddrüse. Wie ist deine Geschichte? Was hat bei dir geholfen? Was vielleicht auch nicht? Ich freue mich sehr, von dir zu hören. Bis zum nächsten Video.